aufregendes Jahr mit der Ampelkoalition geht zu Ende. Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem den zweiten Nachtragshaushalt 2021 als verfassungswidrig und nichtig erklärt. Erst vor wenigen Tagen konnte sich die Ampelkoalition auf einen Haushalt einigen. Am 7. Oktober verübte die Hamas einen Terrorangriff in Israel, woraufhin in Deutschland viel Solidarität für Israel gezeigt wurde. Die letzte Generation sorgte mit ihren Farbaktionen und Straßenblockaden für viel öffentliche Aufregung und Unverständnis. Doch es gab auch erfreuliche Ereignisse. Im Sommer fanden die Special Olympic World Games in Berlin statt und wurden mit großem Interesse verfolgt. Im August wurde die UN-Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention durchgeführt. Das Institut für Menschenrechte bemängelte die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Zusätzlich wurde das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet, um den Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen zu fördern. Dieses Gesetz führte anfangs zu vielen Diskussionen, da viele der nach außen gedrungenen Informationen und Inhalte aus einem Entwurf waren. Was sonst noch passiert, das werden uns einige Abgeordnete verraten. Ein Rückblick auf das Jahr 2023 muss in den Blick nehmen, dass der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine noch immer andauert, dass am 7. Oktober ein terroristischer Angriff der Hamas auch in Israel ganz schreckliche Taten zur Folge hatte und dass deswegen auch in der Politik Dinge wieder nicht nach einem vorher geplanten Terminablauf liefen. Ich bin deswegen umso glücklicher, dass es gelungen ist, in 2023 wesentliche Gesetzesvorhaben der Koalition, an denen auch die FDP insbesondere Interesse hatte, umzusetzen. Da sind zu nennen insbesondere das Gesetz SGB 12, SGB 14 Änderungen. Dort ist es gelungen, insbesondere für die Hinterbliebenen und Opfer von Gewalttaten deutliche Verbesserungen in ihren Rechten noch im Gesetz zu etablieren. Und ganz entscheidend in diesem Jahr aus Sicht der Teilhabepolitik ist natürlich der Gesetzentwurf zum inklusiven Arbeitsmarkt. Dort ist es uns, glaube ich, gelungen, für den Arbeitsmarkt von Menschen mit Teilhabebedarf ganz entscheidende Weichen zu stellen. Wir haben mit Einführung der vierten Stufe der Ausgleichsabgabe ein ganz anderes finanzielles Volumen für die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt freistellen können. Es ist uns außerdem gelungen, diese Mittel schneller in den Markt bringen zu können, indem wir eine sogenannte Genehmigungsfiktion in das Gesetz geschrieben haben. Das heißt, jeder Arbeitgeber und jeder Arbeitnehmer, die sich gefunden haben für einen Arbeitsplatz, für den aber Investitionen erforderlich sind, kann heute sicher sein, dass, wenn eine Behörde nach 6 Wochen nicht reagiert hat, der Antrag automatisch als genehmigt gilt. Wir haben eine Vielzahl weiterer kleinerer Verbesserungen in diesem Gesetz, beispielsweise die Entkoppelung des Budgets für Arbeit vom SGB 4, Paragraphen 18 dort, was immer dafür gesorgt hat, dass die Förderung der Arbeitsaufnahme maximal auf dem Niveau des Mindestlohns erfolgen kann, obwohl viele Menschen mit Teilhabebedarf im Arbeitsmarkt hochqualifiziert sind. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das im nächsten Jahr auch am Arbeitsmarkt deutlich machen wird. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch, eine besinnliche Weihnacht und ein gutes 2024. Das Jahr 2023 hatte für Inklusion und Teilhabe wirklich wieder eine ganze Menge auf dem Programm. Zum einen möchte ich gerne an die Sportereignisse erinnern, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Es waren die Special Olympics hier in Berlin, das weltweit größte Sportereignis für Menschen mit geistigen Behinderungen. Es war ein einziger Erfolg und eine tolle Stimmung, die da war. Und ich erinnere mich noch sehr gerne daran, dass selbst mein Wahlkreis auch ein Hosttown hatte für die spanische Mannschaft, aber auch, dass ein inklusives Schiedsrichterteam mit Karl-Heinz Speuser und Benny Seldatke und Jens Hotze eben auch dabei war und nicht nur Sportler, sondern eben auch Schiedsrichter in einem inklusiven Team auch tatsächlich mitgewirkt haben. Ich denke auch an die Invictus Games in Düsseldorf zurück, in dem kriegsversehrte Menschen mit ihren Beeinträchtigungen zu sportlichen Höchstleistungen aufkamen und auch dort eine sehr, sehr große und gute Stimmung vorhanden war, wirklich ein Aushängeschild für diese Menschen, die dort eben aktiv waren. Ich denke an die World Draft Games in Köln, die Weltspiele für kleinwüchsige Menschen. Und auch dort konnte ich gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst die Eröffnungsspiele betrachten und fand es toll, welche sportlichen Leistungen mit welcher Begeisterung letztlich auch da zutage kamen und vorgetragen worden sind. Ja, und dann
gab es auch die Deutsche Meisterschaft des Fußballs der Werkstätten für behinderte Menschen in Duisburg. Diese habe ich ebenfalls besucht. Und da war auch nicht nur sportliche Höchstleistung, sondern eben auch eine gute Stimmung. Es war schön zu sehen, dass diese Sportereignisse auch eine entsprechende mediale Aufmerksamkeit erhalten haben, sodass Menschen mit den Beeinträchtigungen, mit ihren Beeinträchtigungen doch auch wirklich präsent sein konnten. Eine tolle Sache. Komme ich weg von den sportlichen Ereignissen hin zur Politik. In diesem Jahr 2023 waren wir auch als Fraktion wieder sehr aktiv. Mit der CDU-CSU-Fraktion haben wir viele Anträge in den Deutschen Bundestag eingebracht. Ich denke insbesondere auch an den Antrag, den wir in der letzten Sitzungswoche und an dem letzten Sitzungstag vor Weihnachten diskutiert haben, und zwar unseren großen Antrag zur Barrierefreiheit. Hier ist es uns gelungen, dass wir vier Anträge aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen in einen Tagesordnungspunkt vereinen konnten und so eine Kernzeitdebatte im Deutschen Bundestag führen konnten am letzten Freitagvormittag vor der Weihnachtspause, sodass eben auch das Thema der Barrierefreiheit und damit auch die Belange von Menschen mit Behinderungen in einer Kernzeit des Deutschen Bundestages und damit auch mit einer größeren Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit diskutiert werden konnte. Darüber hinaus haben wir in der Fraktion neben diesen vielen weiteren Anträgen und Initiativen und Anfragen, die wir gestellt haben, auch die sogenannte Werkstattkonferenz durchgeführt. Sie wissen alle, dass gerade das Thema Werkstätten für behinderte Menschen eine große Diskussion hat, weil eben auch die Studie nun mal veröffentlicht worden ist mit den Empfehlungen, wie man die Werkstätten weiterentwickeln kann. Und im Rahmen dieser Werkstattkonferenz haben wir mit Fachleuten, aber auch Betroffenen mit den Einrichtungen gemeinsam diskutiert. Und es hat mich riesig gefreut, dass auch diese Werkstattkonferenz einen sehr, sehr großen Zuspruch hatte, was die Teilnehmerzahl betrifft. Und es wird jetzt das nächste Jahr oder die nächsten beiden Jahre werden die Diskussion auch weiter fortsetzen, dass es hier zu Verbesserungen und einer guten Zukunft für Werkstätten für behinderte Menschen kommt. Ja, und dann ist rückblickend auf dieses Jahr natürlich auch der UN-Staatenbericht zu erwähnen. Die Staatenprüfung hat Deutschland auch wieder weitere Aufgaben ins Aufgabenbuch geschrieben. Es wurde allerdings auch festgestellt, dass es eben Verbesserungen gibt. Das hat mich auch sehr gefreut. Aber wir müssen natürlich immer auch wissen, wo müssen wir weitermachen. Und da ist die Staatenprüfung natürlich auch ein maßgeblicher Wegweiser für uns in der Politik. Wir werten jetzt diese Ergebnisse entsprechend aus, werden diese auch politisch beraten. Sie haben in den internen Kreisen der politischen Diskussion auch schon Einfluss gefunden. Und mit diesem Beispiel möchte ich dann auch, was den Rückblick betrifft, schließen. Aber ich denke, Sie merken schon, dass das Thema Teilhabe für Menschen mit Behinderungen, aber auch Barrierefreiheit in diesem Jahr eine große Rolle gespielt hat, eine große Rolle vor allen Dingen für uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion gespielt hat. Ich hoffe, dass Sie die Debatte zur Barrierefreiheit folgen konnten. Wenn nicht, schauen Sie sich diese doch gerne mal auf der Homepage und der Mediathek des Deutschen Bundestages an. Mir bleibt es an dieser Stelle, Ihnen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Kommen Sie zur Ruhe, genießen Sie die besinnliche Zeit im Kreise Ihrer Lieben und tanken Sie Kraft für das Jahr 2024. Ihnen alles Gute und frohe Weihnachten. Ja, erstaunlich. So ein Jahr geht ja ganz schön schnell vorbei und ist natürlich immer auch ein Anlass, nochmal zurückzuschauen und zu gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo sind Baustellen und überall in der Republik, ne, also man kann hinschauen, wo man will, überall sind Baustellen und man muss echt sagen, ich glaube, ich hatte letztes Jahr mir gewünscht, dass 23 besser wird als 22, dass so endlich mal irgendwie Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein würde und das kann man nicht behaupten. Also ich glaube, jeder von uns weiß, wie schwer dieses Jahr gewesen ist, wie es an unterschiedlichen Stellen passiert hat, ne? Also
Reden wir über den Weltfrieden? Reden wir über das Klima? Reden wir über die Inflation? Reden wir über die Nöte von Menschen, denen es einfach nicht so gut geht? Ja. Und ja, man sieht, was an Aufgaben auf uns wartet und wie viel Verantwortung wir eigentlich tragen. So, und wenn ich jetzt auf den Blick, meinen Blick richte auf die Behindertenpolitik, dann kann man sagen, manches hat in diesem Jahr angefangen. Das ist zum Beispiel dieses Gesetz für einen inklusiven Arbeitsmarkt, wo wir endlich nach Jahren diese vierte Staffel der Ausgleichsabgabe gesetzlich etabliert haben. Auf der anderen Seite aber dieser Wermutstropfen steht, dass die Regelung zur Ordnungswidrigkeit gestrichen wurde. Also auch das, würde ich sagen, ist ein Gesetz, das sich sehen lassen kann, aber das uns noch nicht sozusagen ans Ende des Ziels geführt hat, für Menschen mit Behinderungen ordentliche Bedingungen für den Eintritt in Erwerbsleben zu schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir angefangen haben, jetzt an dieser ganzen Frage Werkstatt-Entgelte-Reform zu arbeiten, aber nicht nur mit Blick auf die Frage, ob Mindestlohn gezahlt wird, also was eine anständige Bezahlung im Werkstättenumfeld eigentlich bedeutet, sondern da geht es natürlich auch um noch mehr. Es geht um eine Strukturreform, die anstehen muss mit der Zielsetzung, gerade junge Menschen, gerade Menschen, die kurz vor der Entscheidung stehen, in eine Werkstatt einzutreten oder nicht, Alternativen anzubieten und tatsächlich dieses menschenrechtliche Versprechen auf Teilhabe an Arbeit wirklich umzusetzen. Das wird uns sicherlich im nächsten Jahr ganz intensiv beschäftigen. Im ersten Quartal, davon gehe ich aus, dass es dann direkt im Januar damit weitergehen wird. Wir haben im Jahr 23 die Staatenprüfung gehabt in Genf, wo es ja darum ging, wie weit sind wir eigentlich bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Land. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass wir uns wieder so einen richtigen Rüffel abgeholt haben. Mit Blick auf verschiedene Bereiche, die Werkstätten haben ja da eine Rolle gespielt, aber vor allen Dingen auch der Bereich Bildung. Ja, was ist eigentlich in Deutschland mit den Kindern und Jugendlichen? Wird das Recht eingelöst auf inklusive Beschulung von Kindern, auf inklusive Bildung insgesamt von Menschen mit Beeinträchtigungen? Und da muss man ganz eindeutig sagen, nein, wir haben einen Flickenteppich vor uns. Der Föderalismus ist hier keine Hilfe. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen die PISA-Ergebnisse bekommen, die nochmal deutlich gemacht haben, wie groß auch hier die Baustelle ist, die wir zu bearbeiten haben. Und ich will das nochmal betonen, es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen dem Thema Behinderung, zwischen Förderschulen und der Frage, wie wir insgesamt bildungspolitisch aufgestellt sind. Man muss sich klar machen, 50% aller Jugendlichen, die die Schule jährlich ohne Schulabschluss verlassen, kommen von Förderschulen. Ja? Und das ist natürlich absolut überproportional, weil wir nur einen ganz geringen Anteil von Schülerinnen insgesamt haben, die Förderschulen besuchen. Das heißt, diese Schulen fördern nicht und verbauen diesen Kindern und Jugendlichen anschließend den Weg auf Teilhabe in dieser Gesellschaft. Ja, nicht nur an Teilhabe an Arbeit, sondern tatsächlich an der Teilhabe an dieser Gesellschaft. Und deswegen müssen wir aus diesen Hinweisen, die wir bekommen haben, aus diesem Rüffel, aus diesen PISA-Ergebnissen, die total niederschmetternd sind, endlich lernen. Und der Bund darf sich nicht länger aus der Verantwortung ziehen. Deswegen würde ich alle, die sich das jetzt hier angucken, darum bitten, auch nochmal den offenen Brief zu unterstützen für inklusive Bildung jetzt, weil das Thema ist, das sozusagen für die Zukunft unserer Demokratie und unserer Gesellschaft von ganz entscheidender und bedeutender Relevanz sein wird. Dann zweiter Bereich, der uns ja hier die ganze Zeit umtreibt, ist der Gesundheitsbereich. Sind einzelne Gesetzgebungen, die schon in der Vergangenheit wirklich richtig daneben gelaufen sind. Dazu gehört dieses E-Pack, über das wir ja schon seit Jahren reden. Das Infektionspflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, das dauerhaft beatmeten Patienten und Menschen, Erwachsenen, die Kindern und ihren Familien nach wie vor die Angst ins Gesicht treibt, ehrlich gesagt, weil sie nicht sicher sein können,
dass sie ihre Versorgungssettings im ambulanten Bereich in ihrer Häuslichkeit autonom organisiert aufrechterhalten können. Deswegen ist diese Ampel-Koalition im Moment dabei, die rechtlichen Regelungen diesbezüglich so zu schärfen, dass tatsächlich Rechtssicherheit endlich geschaffen wird. Es ist peinlich, dass es so lange gedauert hat, aber ich nehme wahr, dass jetzt glücklicherweise immer mehr Leute verstanden haben, dass es rechtlicher Nachschärfung bedarf und dass wir nicht abwarten können, bis das Kind vollumfänglich in den Brunnen gefallen ist. Und das größere Thema ist natürlich, wie kriegen wir das Gesundheitssystem insgesamt inklusiv aufgestellt? Und da hatten wir im Koalitionsvertrag diesen Aktionsplan für ein inklusives, diverses Gesundheitssystem in den Raum gestellt. Da hätte es ja auch schon Ende letzten Jahres eigentlich Ergebnisse bringen müssen. Der Gesundheitsminister hat einen großen Aufschlag gemacht vor einigen Monaten und auch das wird ein Thema sein, das uns mit in das nächste Jahr begleiten wird. Und da geht es nicht nur um ein paar Kleinigkeiten, da geht es nicht um den Aktionsplan im engeren Sinne, sondern wenn man da richtig was bewegen möchte, dann geht es wirklich darum, die Strukturen im Gesundheitssystem inklusiv weiterzuentwickeln. Das wird natürlich auch eine dauerhafte Aufgabe bleiben.